so langsam auftaucht. Freitagmorgen oder schon Vormittag. Heute geht es darum, den hier mit dem, die Fläche, die wir mit Mist bestreut haben, also vor drei Wochen ist das glaube ich schon her jetzt, mit Malte, also die Malte gestreut hat, die ich abgezogen habe. Jetzt will ich die ganze Binsengeblöße. Genau, mit dem Sternradspader. Abziehen, dass wir hier die ganzen Binsen und Blätter und was hier alles drin ist. Dass wir das einmal rauskehren und dann schön, da werde ich dann, ja, hier werde ich wahrscheinlich dann da anfangen und immer in eine Richtung arbeiten und vorne die Spitze noch mitmachen, dass wir hier dann einen Spalt haben mit den ganzen Gelumpe. Beziehungsweise vielleicht fahre ich einmal zurück. Das wird. Ja, wir müssen losfahren mit dem Trecker. Ich mache nur für die Leute, das erkläre ich, was wir tun. Weil dann mache ich jetzt einen Zeitraffer. Und dann, Akku ist voll. Und dann ist er gut. Heute setze ich euch mal auf den Miststreuer. Dann drehe ich euch gleich, wenn es soweit ist. Wenn wir den angebaut haben. Und dann ist gut. Das war ein bisschen schnell für euch, das habe ich gerade gesehen. Aber ich habe noch drüben eine andere Fläche. Da muss ich jetzt irgendwie mal hintuckeln. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem Geschwader jetzt da hinkomme. Normalerweise müsste mir einer helfen. Dann müsste ich da eben die Kette abschrauben und den hochkant setzen. Und dann müsste es eigentlich passen. Oder ich komme so über den Zaun. Aber, falls ihr euch gewundert habt, warum ich so lange rangiert habe davor. Das lag daran, dass mein Sohn mir zwischen die Beine sitzt und quasi jetzt inzwischen schon zwei Drittel vom Lenkrad einnimmt. Das heißt, ich habe ein Viertel, ein Drittel, ja, wo ich dann überhaupt rangieren kann. Und dann muss ich die Ellbogen noch so hoch machen, damit ich ihn nicht ständig den Ellbogen an den Kopf hau. Und ja, deswegen sieht das so komisch aus. Und sagt mal, kennt ihr einen Spader, der so weit überlebt, wenn man hier mehrmals drüber ratscht? Also das sind hier, die gelben sind auch Spaderspuren und die weißen sind auch Spader. Die habe ich aus Versehen da aus der Erde rausgepult. Den hier auch. So, also die Fläche sieht jetzt ein bisschen gerupft aus. Ich habe schon gesehen gehabt, das hat schon ein bisschen angefangen zu wurachen, aber jetzt, wenn man sich das jetzt anguckt, was da jetzt alles raus ist oder runter, wir haben hier Blätter, ziemlich viel frisches Gras natürlich auch. Aber gut, das kommt jetzt auf Misthaufen zum Kompostieren. Ziemlich viel Papier, Plastik ist hier raus. Wir haben das ja übernommen von den Bauern, der hatte das, konnte das nicht mehr halten, weil naja. Nachbarschaftliche Angelegenheiten, da rede ich jetzt nicht drüber. Auf jeden Fall haben wir es übernommen. Deswegen liegt hier noch die Folie und die Steine liegen hier noch. Die müssen wir dann und dann mal fertig machen. Jo. Ansonsten mache ich den hier erstmal weg, bevor ich die andere Fläche anfange. Und dann muss man gucken, heute ist es windig und kalt. Erstmal warmes zu trinken holen. Schubkarre. Mist vor, hier die Spänegabel. Dann haue ich den Haufen weg. Kommt auf die Karre drauf und dann sehen wir uns weiter, ne? Okay, bis später. Den anderen Flock geschnitten, weil hat sich gerade so ergeben, dass ich das noch machen kann. Es ist ein extrem langer Flock. Also ich habe jetzt ein bisschen gekürzt, der war irgendwann bei einer Stunde. Ich habe den jetzt auf 48 Minuten runtergekriegt. Aber so viel Zehen zum Schneiden hatte ich da gar nicht drin. Ich habe ziemlich viel gebabbelt. Es wird besser. Es wird besser. Aber gut.
Jetzt hat man so Winter, hat man nur geredet und weil man nichts zeigen konnte, weil es immer dunkel war. Das ist hier. Wie im ersten Block. F-Block. Der Wahnsinn geht weiter. Nee, der Wahnsinn. Der tägliche Wahnsinn hieß das, glaube ich. Da habe ich das auch mit einer Hand gemacht. Ja. Also. Und da gab es noch eine Sache, die mir versehentlich passiert ist. Ich habe zum Ende habe ich einen Zeitraffer, wo man mich so sieht. Da habe ich keinen epileptischen Anfall gekriegt, sondern ich habe ja, der Abspann. Vielen Dank fürs Zusehen, aber das ist jetzt nicht das Ende hier. Es geht noch ein bisschen weiter. Ein, zwei Tage filme ich noch. Jo. Also ich filme noch ein bisschen und dann mache ich das. Also der Abspann beim letzten Vlog. Guckt euch das mal an. Es gibt noch nicht Watchtime. Den habe ich versaut. Kann man nichts machen. Ist halt so. Okay. Dann wollte ich noch loswerden. Und bis später. So, Samstag. Best better. Hätte ich das gewusst, hätte ich heute alles gemacht. Aber gut. Weiß man ja vorher nicht. Jo, also. Herrlich. Herrlich ist der blaue Himmel und so. Also Striegeln, zweiter Teil. Ich mache mal heute nicht so schnell, dass ihr auch was seht vom Zeitraffer. Ja. Jetzt ist ja die Fläche, haben wir ja gestern gemacht. Und die andere Fläche machen wir heute. Dann muss man noch hier der Raumpen weiter gemacht werden. Ja, Raumpen weiter gemacht werden. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Egal. Urlaub ist schon wieder um. Irgendwie kann ich mal 4 Wochen Urlaub nehmen für meine Arbeit. Aber egal. Ich habe ja noch 2 Tage. Jo, also, ich mache mal einen Zeitraffer. Stelle ich euch hin. Da ist die Sonne. Ja, ich habe einen Platz gefunden. Okay, also. Ja, boah, super. Tessa, mach mal die Lampe auf. Okay. Dein Knie ist auf dem Trecker eingeschlafen. Oh, da müssen wir drauf achten nächstes Mal. So, jetzt nach der wichtigen Information kommt die andere. Wir sind soweit fertig. Ja, ich habe ein bisschen Wind im Nacken gehabt, das wollte ich nicht. Deswegen habe ich die Kopfhütze aufgezogen, aber nicht, weil es kalt ist. Schönes Wetter. Raus mit euch. Ja, also nachdem ihr fertig geguckt habt. Jo, also. Ich bin fertig mit dem Striegeln. Quatsch, ja. Striegeln, Striegeln, Schwaden, Schwaden, Striegeln, Striegeln. ich habe auch einiges zum Schwaden wieder mitgenommen. Ich habe mir so überlegt, dass ich dann einmal, wenn es so gut wie fertig ist, werde ich einmal umrum schwaden oder zweimal umrum schwaden und dann nochmal wenden. Also dann nochmal. Dann nochmal mit dem Heuwender drüber, dass die dicken Schwaden am Rand dann auch wieder fertig sind. Dass ich dann einen schönen geraden, dass ich alles wegkriege. Da. Dadurch, dass er so diagonal läuft, bleibt immer irgendwas liegen. Siehst du? Essen ist fertig.
Das ist doch Timing. Also, wir sehen uns nach der Mittagspause. Ihr könnt euch auch ein Kaffee machen. Und dann abonniert. Like schon mal. Bis später. Ich bin nicht der Einzige, der sich gerne festfährt. Der Luna hat sich jetzt auch schon zweimal festgefahren. Das zeigen wir jetzt nicht. Ich hoffe, vielleicht sind die Flächen auch einfach zu nass. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt, bis jetzt sieht es gut aus. Jo, also. Jetzt ist auch der Wind aufgekommen. Das heißt, ich kann auch die Drohne nicht steigen lassen. Leider. Sonst hätte ich das auch gern gemacht, aber bei so einem Wind ist das schon wieder schwierig. Also da oben ist ja noch mehr Wind, wenn man fliegt. Da, wo sie fliegen würde. Also, ist ein bisschen doof. Es ist immer noch was zu tun, aber ja. Ich habe den jetzt mal allein gelassen mit der Fläche. Ja. Mir ist da aufgefallen, dass der, um dann zu sehen, dass er hier wackelt. Deswegen will ich mal, also hier sind noch zwei Schrauben dran, drüben ist nur eine Schraube dran. Da muss ich mal gucken. Ich habe jetzt eine kleine Auswahl gefunden, die ich da reindrehen kann. Müssen wir mal sehen, dass das irgendwie wieder geschickt wird, ne? Okay, achso, hier oben brauche ich nochmal einen 17er. Die hier sind auch lose. Nein, die gehen jetzt eigentlich schon. Aber hier, das hier. Das wollen wir abstellen. So eine Scheiße. Das hätte ich mal eher sehen müssen. Seht ihr das? Nee. Hier, also. Der hat schon bangig gearbeitet hier. Über die Hälfte rüber. Und nun ist er abgebrochen. Ich denke mal, auf der anderen Seite ist es genauso das gleiche Spiel. Und das ist direkt unter der Konsole. Das heißt, ich darf jetzt den Frontlader abbauen und die Konsole abbauen, damit ich die blöden Schrauben wieder reparieren kann. Machen wir noch einen Linksabdreher. Jo. Jo, mal eben zwei Schrauben fest. Es ist fest, aber unten sind beide Dinge abgeschert. Ich denke mal, die eine Seite ist abgeschert. Und dann hat das angefangen zu wackeln. Und jetzt hat die andere Seite hat auch den Geist aufgegeben. Jetzt brauche ich nochmal natürlich Linksabdreher, dünne. Halt mal hier! Oh. Ja, also. Gibt immer was zu tun. Das war's auch heute für heute. Ich sag mal bis später, bis morgen. Und dann, ja, gucken wir mal weiter. Lässt du nicht bei den Hühnern bei. So. Sonntag, neuer Akku. Und der alte Auftrag. Die Sandkiste für die Pferde, wie mein Sohn sie nennt, muss fertig. Wieso ist der Akku schwach? Ich habe doch gerade einen neuen reingetan. Eieiei, also gibt's doch nichts. Ich habe gerade, dann habe ich wohl die Dinger vertauscht gerade. Gut. Ich habe hier noch den kleinen Magneten in der Hand, den ich sonst immer unter der Kamera habe. Und naja, einer hat. Boah, wer war das? Sag ich später. Dann, ja, also ich will jetzt mal ein bisschen in der Sandkiste rumspielen. Und dann, ja, gucken wir uns das dann später an. Jo. Mal eben gucken, dass wir die Akku. Okay, alles klar. Kriegen wir hin. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das euch daran bauen soll. Jetzt mache ich gleich wieder den Magneten an und dann sehen wir weiter. Später. Mal mit den letzten Prozent Akku werde ich euch das nochmal eben schnell zeigen. Das Elend ein bisschen ruhiger machen, habe ich gehört. So, 2% Akku. Genießt die Aussicht. Bin hier so ein bisschen mit dem Träger rumgehoppelt, kann man schon sagen. Der immer schön am Differential war. Der Boden hier echt so ein
ja, kein Nickelsand ist, und mit den schmalen Reifen sinke ich natürlich sofort ein. Die meiste Zeit hatte ich auch nur die letzten Reifen drauf. Hier muss ich nochmal mir was ausdenken, was ich hier tue. Und damit verabschiede ich mich für den Sonntag. Und so, moin. Montag, wetterbedingter Schontag. Ja, es ist Schnee, Regen, Kram. Ich mache jetzt gerade die Hühner. Oh, die anderen Hühner sind doch frei. Gut. Ja, der Automat, der hier, den musste ich einmal runter machen und dann ging er nicht wieder hoch automatisch, und gestern Morgen ging er nicht hoch. Also ist er ein Tag ausgefallen. Das ist, wenn man da ein bisschen rumspielt, dann mag er das wohl nicht. Dann ist außerhalb des Zyklus und keine Ahnung. Ich habe mir das auch noch nicht ganz durchgelesen. An sich ist es ganz einfach, das musst du nur Zeit einstellen. Die Zeit, wann er hochgehen soll, die Zeit, wann er runtergehen soll. Und da nicht mehr dran rumspielen. Dann funktioniert alles wunderbar. Aber wenn du dran rumspielst, dann muss man dann achten, dass es geht. Also ich kann das Teil empfehlen. Ist super Gerät. Ja. Weil eigentlich habe ich ziemlich viel von denen. Das ist kauflich erworben. Also ich kann meine Meinung darüber äußern, weil ich es gerade gekauft habe. Also die Dinger sind echt gut. Von der Kerbe. Die Tränke ist von Kerbe. Also eigentlich ist da eigentlich wie alles davon. Also ich finde das sehr gut hier. Dieses automatische Hühnertür. Ich habe das ja als Set geholt mit dem Tür dazu. Dann ist da auch noch ein, wenn man die Möglichkeit hat, das in der Nähe vom Strom anzuschließen, kann man das auch über Strom laufen lassen. Bisschen Gewicht, damit die Klappe ein bisschen schwerer ist, ist auch dabei. Also eigentlich ist das top ausgestattet, das Ding. Ich finde es ziemlich gut. Für den anderen Stall weiß ich nicht, ob ich das dann noch anbaue oder ein anderes nehme. Es gibt noch eine andere Firma. Die klingt nach einem Eifrühstück. Da geht es zur Seite auf. Die bauen so eine Art Wohnwagen für Hühner, so einen kleinen. Das würde mir besser gefallen, oder? Eigentlich geht das auch nach oben. Also vielleicht baue ich das auch so, baue ich noch ein zweites da rein. Aber dann ist das dann im Stall. Das weiß ich auch nicht, ob das so gut ist. Weil ich habe da keinen. Oder doch? Ich überlege mir noch mal was. Man kann das ja auch mit den mitgelieferten. Wo sind sie? Mein Sohn hat die weggeschleppt. Da sind so Rollen bei. Unmengen an Plastik. Was hat immer so? Ne, die Rollen sind weg. Also das sind so Umlenkrollen. Da kannst du das dann einstellen, dass es dann zur Seite weg neben dem Gerät ist und um die Ecke und hast nicht gesehen. Je nachdem, wie viel Lust du hast. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Ich habe es direkt über dem Tor gemacht, dass das eine gerade Flucht ist und dann hoch und runter fährt und dann ist gut. Dann hast du am wenigsten Verschleiß vom Seil. Das ist ja nur so ein dünnes Bändchen, das ist so ein Drachenschnur. Aber die hält schon was aus. Also ich glaube, die sind bei. Ah, hier sind sie. Hier sind die. Diese Umlenkrollen, da kann man ja noch einstellen, dass es dann zur Seite ist. Muss man mal gucken, wie ich das dann baue. Also, den Hühnerstall. Der soll ja eigentlich umziehen, aber ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich muss mal mit dem Veterinär schnacken. Ob ich das darf. Ach, den wollte ich noch ein paar Äpfel reinschmeißen. Ja, ich gebe dir mal noch Äpfel. Wollte ich dabei sein, ja, ne? So, hoffentlich war das langsam genug. Ich weiß, dass das immer ein bisschen schwierig ist. Ah, hier ist zu. Also, bis gleich. Ich habe hier ein paar Äpfel. Die sind in der Laube. Die haben wir jetzt nicht geschafft aufzuessen.
Entschuldigung für die Kameraführung, aber es geht nicht anders. So, ich habe hier, damit die mir nicht ausbüchsen, habe ich den hier so ein Gitter hingebaut. Und hier oben auch noch so ein Gitter. Dass das dann hier schön rüberrollt. So kriege ich die nämlich schneller. Bei mir auch. Ja, die kriegen jetzt die Äpfel. Die knallen die auch. Morgens kriegen sie so 8 Stück oder 7 Stück. Und nachmittags nochmal 6. Und die knallen sie eigentlich auch weg. Wasser haben die noch. Körner ist jetzt ein bisschen schwierig. Alles provisorisch, das ist, gefällt mir nicht. Ich nehme, die werden die, wenn wir schaffen, den nach hinten zu setzen, dann kriegen die auch ein Gewächshaus, so ein Tunnel, dann haben die noch ein bisschen mehr Platz. Der ist größer wie das, auf 2 Meter Höhe, für die 17 Hühner, wir haben 17 Hühner. Ja, reicht das denn auch an Mass? Dann haben die genug Auslauf. Ja, und dann war es das eigentlich auch. Ich mache mich gleich ans Fahrrad von meiner Frau. Ich habe ja neue Mäntel und neue Schläuche gekriegt für die, weil die so ein bisschen vergrößert sind. Die und ja, hat vorne immer einen Plattfuß und irgendwie. Habe ich gesagt, komm, bevor wir jetzt auch Flicken an Flicken hauen, neuen Schlauch, und weil er ein bisschen mit Platten stand, ist er auch Mantel auch ein bisschen kaputt, und gleich einen neuen Mantel, und weil er hinten kaputt ist, hinten ist er nicht kaputt, aber damit es gleich ist, und es war ein Set, dann muss man, ist ein bisschen dunkel hier wahrscheinlich. Das? Ich habe die Lampe nämlich gar nicht. Nee. Shit happens. Aber hier ist ja. Ich muss mal gucken, dass ich den Fahrradsitz hier irgendwie abkriege. Da habe ich nämlich gerade keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, müssen wir uns nochmal angucken. Und um den hier geht's. Der ist schon ein bisschen. Hat unten irgendwo da Standplatten und das löst sich hier auf, die Lauffläche. Und ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Wenn das Licht nicht funktioniert, dann tun wir das auch nicht mehr anmachen. So, aber ich muss jetzt erstmal nach oben. Und ja, bis später. Kurz nach Mittagpause, ich fange gleich an mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht, ich wollte hier sowas sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich da überhaupt. Heute ist wieder so ein Faulenztag, ich weiß nicht mehr. Kennt ihr solche Tage, wo ihr einfach keinen Bock habt? Das ist heute mal wieder so weit. So, jo. Hier hinten sieht das gut aus, aber da vorne liegt sogar schon Schnee. Ich habe halt mal ein kurzes Schönwetterfeld ausgesucht. Oh, trotzdem ist das saukalt. Wenn man mal überlegt, dass Ende März, da sind wir hier in kurze Hose rumgelaufen. Ja, hier liegt sogar noch Schnee. Schnee und Hagel. Boah, ist das weich. So. Das ist halt die Fläche, die wir jetzt haben. Also die. Es ist noch etwas zu weich für die Pferde, denke ich. Aber, weil für den Trecker ist das auch zu weich. Ich habe gestern mit der Reifenschleppe abgezogen. Ja. Ich hatte leider keinen Akku. Die Akkus waren irgendwie alle leer oder der volle war weg. Deswegen, ich habe jetzt den mit der Reifenschleppe abgezogen. Und hier sind die Reifen. Größe, ja. Yeah.
Ja, müssen wir mal sehen. Ich habe nämlich den Eindruck, die altern mir zu doll. Der eine, der ist auch hier das alte Fulda-Zeichen drauf hier. Das uralte Fulda Pioneer. Und der andere. Ja, es ist genau das gleiche Zeichen. Also die sind wahrscheinlich vielleicht die zweiten, die er hat. Und da wir sowieso etwas breitere Reifen haben möchten, kann ich ja deswegen noch schon mal gucken. Also das ist eine 32 Zoll Felge, 12,4 Zoll, also 12,4 Zoll und ja, da steht nicht mehr so viel drauf, ne? Gut. Vorne hat er ja schon neue Reifen gekriegt. Der Starmax, die sind eigentlich auch, ja, sind halt Reifen. Bloß hinten soll er nochmal ordentliche Pötte kriegen, ordentliche Ballonreifen. Ja, das war jetzt. Ich wollte das eben ausmessen. Wo habe ich die Messmaschine? Hier habe ich sie. Für Philipp. Philipp ist ja mein... Könnt ihr mal hier gucken, was das so, ja, ne? Also ich habe jetzt Außenkante, zur Außenkante ungefähr 27 cm. Ja. 27 cm. Und da sind das. Ah, komm auf die Kante da. So. Da bin ich. Ja, also, was soll ich sagen? Wir haben das ja vor 2 Tagen haben wir das hier mit dem Sternradsparer gestriegelt und ja, gestriegelt eigentlich mit dem Spader rübergezogen, um die Binsen rauszukriegen. Ich habe den ein bisschen mehr angedrückt, jetzt hat er ein bisschen mehr Moos rausgezogen und so was. Und das ganze Zeug hier möchte ich jetzt, dann gehen wir mal eben hin, möchte ich jetzt hier unterpacken. Ich habe jetzt ja, überlegt, ob ich noch Fahrrad mache und allen so anderen Gedöns euch einzeige. Aber ich musste gestern die SD-Karte leer machen und habe das dann schon mal alles so fertig gemacht, ins Schnittprogramm eingefügt und geguckt, zusammengestellt schon mal. Und dann habe ich schon gesehen, der ist schon ziemlich lang, der Vlog. Der ist jetzt bei 25 Minuten und ich denke mal, das reicht dann auch. Und dann passt das eigentlich vom Thema her. Striegeln ist dann abgehakt. Und deswegen werde ich dann hier schon mal den Vlog beendet erklären. Also ich werde das hier nochmal, was hier so liegt. Ich habe hier gestern drei große Kahn hingeschüttet schon. Und eine hatte ich dann schon verteilt. Ich werde das jetzt hier alles zusammenhaken. Auch darauf. Dann werde ich das Ganze, was ich im Herbst hier hingeschüttet habe, das ganze Laub und sowas, werde ich von hier darüber ziehen. Oh, wie sieht man das jetzt? Ich habe den Bildschirm ein bisschen auf der falschen Seite. Aber gut, den werde ich darüber ziehen und dann das auseinanderziehen, was da ist. Und dann möchte ich ganz gerne die Flächen, die dann schwarz sind, also wenn ich da jetzt wegkratze, wird da wahrscheinlich kein Gras mehr wachsen, weil das ja schon mehrere Monate ohne Licht ist, möchte ich da Bienensaat drauf machen.
Aber das kommt im anderen Vlog. Ich kratze jetzt hier zusammen und mache dann zu Ende und dann muss ich dann noch Mist, den Anhänger fertig machen, Mist drauf machen. Und das kommt alles im nächsten Vlog. Und wir sagen jetzt mal hier Cut und Tschüss. Also vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Und was gibt es noch zu sagen? Abonniert den Kanal. Wer mich unterstützen möchte, der kann unten gucken. Ich habe da eine Möglichkeit eingerichtet. Wer sucht oder findet. Und bleibt gesund.